Übrigens schmeckt es auch, wie man es hört. Ja, eindeutig. Versucht ja. Der Apfel? So ein Apfel, ja. Können wir ja einmal hier hochgehen und dann sind wir eigentlich auch schon bei der Taverne. Da haben wir hier außen auch nochmal Stallung mit dran. Die ja natürlich auch für Besucher sind, die etwas mehr Geld locker machen für die Unterbringung ihres Pferdes. Wo die Pferde natürlich auch trocken stehen. Auch getrennt, weil so eine Pferde balken sich auch gerne mal untereinander. Ja, wo sie dann quasi eine Luxusunterkunft haben. Jawohl. Sehr schön. So, dann gucken wir einmal in die Taverne rein. Und zwar ist das Ludwigs Taverne und Unterkunft. Wow. Das ist mal ein amtliches Wirtshaus. Genau. Oh, ich komme nicht vom Tisch runter. Da tanzt der Erste schon auf dem Tisch. Genau. Hier geht die Party richtig ab. Genau. Ja, weil das ist ja nicht nur einfach nur eine Taverne, sondern hier ist natürlich auch die Minenarbeiter, weil es können ja auch nicht alle für sich selber kochen. Hier werden dann immer geregelte Arbeitszeiten, also während der Arbeitszeiten geregelte Mahlzeiten ausgeteilt. Warum ist es richtig? Also sprich, Mittagstisch und auch Abendbrot kann man dann hier quasi wie in einer Kantine ähnlich bestellen. Das wird dann hinten in der Großküche zubereitet. Warte einmal. Oh. Ja, irgendwie. Der Helm, du siehst halt nicht so gut. Ja, ich sehe nur so einen Schlitz. Genau, Moment, ja, hier ist über die. Wir sind doch schon raus, egal. Ja. Ja, wieder die Großküche, weil man muss natürlich auch die ganzen Mäuler, die hier arbeiten und dann auch noch zu Besuch kommen, die wollen natürlich auch entsprechend gutes Essen haben. Und weil vor allen Dingen reichhaltig. Essen, genau, weil wenn das Essen gut und lecker ist, dann arbeitet man noch besser und motivierter. Ja, dann können wir einmal in die obere Etage gehen. Da sind dann nämlich nochmal die Unterkünfte, wo sich dann halt Durchreisende oder Kurzzeitige, die sich dann aufhalten für ein paar Tage zum Arbeiten, ein kleines Zimmer mieten können. Aber auch ganz schön geräumig. Ja. Und welche schöne Gauben. Ja, also die Gauben sind das Schönste an diesem Haus. Das hat aber auch mit dem Alter zu tun, weil... Oh, der hat es natürlich auch besonders gut hier. Gauben reifen wie Wein, oder wie? Genau. Ja, der hat halt natürlich das Problem, er hat den Abzug von der Küche und von dem Kamin halt entsprechend Problem? Durch sein Zimmer. Hat der aber hat immer den warme Vorteil, Beine. Genau, er hat die Wärme in seinem Zimmer. Das ist sicher, das kostet sicher doppelt so viel als andere. Ja, das wird sogar als das Luxuszimmer gehandelt hier. Die Präsidenten-Suite. Genau. Ja, die anderen Zimmer sind eigentlich vom Aufbau her alle ähnlich, so dass es eigentlich... Ja, ne, dann können wir gleich rausgehen. Genau, keinen Unterschied macht. Okay, bis auf das Kaminzimmer. Ich habe mir aufgefallen, dass man von hier ins Fenster schauen kann. Von dem Haus gegenüber. Oh, weg sind sie. Ach, Leute. Von hier in das Fenster gegenüber? Nein, nicht da, gegenüber auf dem Fluss, auf der anderen Seite vom Fluss, Mensch. Ach so, zu unseren Ladies. Man kann in die Schatzkammer gucken. Oh. Ja, aber man, wie man ja schon sieht, es sind ja pinke Scheiben, was so ein bisschen den Einblick mitnehmen soll. Etwas. Etwas, ja. Funktioniert nur nicht gut. Nee, aber es soll ja auch jeder was von haben. Also auch die Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel Geld haben und selber hingehen können. Wir nennen es einfach mal eine soziale Beschäftigung, so. Ja. Mitgefühl. Mitgefühl. Gut. Wollen wir uns dann als nächstes dann... Ja genau, können wir uns dann hier den Stadtbrunnen angucken. Den Stadtbrunnen sage ich schon. Ja, den lokalen Brunnen, sage ich mal. Klein, aber fein, aber eine schöne Frischwasserquelle. Was haben wir hier Schönes? Genau, hier haben wir nochmal das Haus der Familie Schwarzhand. Schwarzhand, okay. Genau, und die Familie Schwarzhand, das sind ja quasi die Eigentümer der Schmiede, die wir uns nachher noch ansehen werden. Ja. Da hoffe ich jetzt auf ein sehr luxuriöses Gebäude, weil... Ja, also sie sind auch noch nicht lange hier, weil, ich meine, die Schmiede wurde zwischendurch schon mehrfach verkauft, das sind die aktuellen Besitzer. Ein etwas luxuriöser sieht man schon daran, weil es ein Steinbau ist. Also es ist schon ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen worden. Aber es ist doch noch relativ klein. Es ist eine Familie mit einem Kind. Und sind natürlich auch hart am Arbeiten. Weil jetzt der Vater auch als Meister, der ist immer
Viel im Betrieb natürlich. Ja, die Frau treibt sich gerne auf dem Markt rum. Also jetzt zum Glück nicht so weit. Nee. Man muss dazu auch sagen, das meiste Geld steckt auch in der imposanten Schmiede, aber wollen wir erstmal durch die große Kirche gehen? Genau, ich würde sagen, nehmen wir den Seiteneingang, weil wir hier schon direkt dran sind. Ja, hier im Seiteneingang hat man nochmal eine kleine Küche. Das war das. War nochmal ein bisschen. Genau. Und ja, halt ein bisschen Lagermöglichkeiten. Hier sind ein paar Gesangsbücher, die aktuellsten drin. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ins Hauptbereich. Ja, da sind wir dann auch schon. Kleiner Altar. Oben ist eine kleine, aber feine Orgel, die sehr schön klingt. Ja, Platz für die fürs ganze Dorf. Ja. Schon schön hier. Schöne große Fenster. Damit auch ordentlich Licht reinkommt. Sehr schick. Genau. Ja, hier im zweiten Seitenraum ist eigentlich auch nur quasi Lagerbereich, wo dann Kerzen zu finden sind und noch mehr Bücher. Nee. Ja. Also Bücher sind hier sehr prädestiniert. Oh, ich glaube, Vector betet gerade schon zum allmächtigen Spaghetti-Monster. Oha. Ah, Moment, ist wieder Hunger. Ich habe nicht geirrt. Bin in der falschen Religion gelandet gerade. Oh. Also, ich sag, gehen wir einfach mal Richtung Haupteingang. Genau, über den schönen Teppich. Genau. Richtung Eingang. Aber dann einmal die Kollekte. Wo natürlich dann auch, weil die Kirche braucht ja auch Geld, weil das Kirchengebäude will ja saniert werden, in Geschoss gehalten werden. Naja, das Geld ist wohl aktuell eher in Sigis Chrom gelandet. Ja. Wenn ich mir die Kirche so angucke, da, die könnte man wirklich ein bisschen. Ja, es ist nicht die neueste, aber es ist eine schöne. Genau. Eine alteingesessene. Richtig. Die hat schon einiges gesehen. Ja, können wir mal eine Etage höher gucken? Da auf gehen wir auf zur in den Orgel. Genau. Was ist das? Ja. Genau, das ist jetzt quasi die Vorkammer des Orgelspielers und auch des Glöckners. Also es ist ein und dieselbe Person. Die, ja, aber ich weiß nicht, die Glocke zu schlagen und danach noch Orgel zu spielen, ist halt auch ein bisschen... Also ja, es wird erst die Glocke geläutet, damit die Leute kommen und erst dann, wenn alle da sind, wird angefangen Orgel zu spielen. Ich meine, also wenn ich jetzt, ich sehe ja keine Stricke, das heißt, ich muss wahrscheinlich noch höher, um die Glocke zu schlagen. Genau, da können wir aber gleich auch nochmal hochgucken. Ist das nicht ein bisschen laut und dann Orgel spielen, also der taube Orgelspieler aus Calico, oder? Ja, genau. Das ist auch eine Kunst, ne? Das ist auch eine Sehenswürdigkeit. Sozusagen. Ja, das ist Gefühl. Also du musst natürlich auch spüren, wie du die Orgel spielst. Ja, wir können uns ja dann mal die Orgel anschauen. Oder auch nicht, so. Die hat eine kleine, aber feine Orgel. Für die Größe der Kirche vollkommen ausreichend. Würde ich auch mal sagen. Ja. Der Orgelspieler hat natürlich auch den Vorteil, von hier oben hat er wirklich die schönste Aussicht, meiner Meinung nach, während einer Messe. Während er nicht hinter der, also wenn er nicht hinter der Kerze steht. Ja, dann kann er auch was sehen, richtig. Das Problem ist, dass das Programm halt nicht so abwechslungsreich ist. Ja, es ist ähnlich. So, Glocke. Aber am Ende macht man es ja, warum die Leute warten, ne? Genau. Dann gehen wir mal nach ganz oben in den Glockenturm, wo man auch eine schöne Aussicht hat. Genau. Hier sehen wir die zwei Glocken, die dann halt immer entsprechend zur Messe dann immer geläutet werden. Calico natürlich hat auch Glocken. Ja. die werden natürlich auch benutzt im Falle eines Angriffs, um die Dorfbewohner zu warnen. Deswegen ist auch eigentlich das Dorfzentrum, wenn man es so will. Ja. Und in den Kisten sind denn die Glöcke noch drin, also falls sie mal verschlissen sind oder wie? Genau, Plöcke, dann sind auch noch andere, da ist mal Werkzeuge, Utensilien drin, die man dann für die Kirche braucht. Eine oder zwei Kisten, soweit ich mich recht entsinne, gehören auch dem Glöckner-Taum-Orgelspieler, wo er dann seinen Teil seines Hab und Guts noch hat. Wenn er denn noch was hat. Wenn er noch was hat, ja. Also ich glaube, Schallplatten hört er jetzt nicht so viel, aber ja. Die sind aber gar nicht gefunden. Die waren noch gar nicht so in Mode in der Zeit hier.
Genau. Da, damals benutzte man auch sowas, das nannte sich MP3. Achso, ich dachte Steinplatten kommt jetzt. Das wäre zu billig gewesen. Ah, okay. Oh. So. Ja, natürlich zu einer Kirche gehört auch ein Pfarrer. Oder wollen wir uns jetzt den Markt anschauen? Ja, da gucke ich schon drauf. Ich würde sagen, das ist das Naheliegendste. Ja, ihr seid gerade so begeistert von der Kulisse. Dann fangen wir auch gleich mal mit dem ersten an. Mit Sigis Eisenwaren. Jetzt nicht zu verwechseln mit der Sigi aus der anderen Lokalität. Hier gibt es mehrere Sigis. Ja, hier findet man in diesem Ort hergestellte Eisenwaren. Also sprich Rüstung, Schwerter, Äxte, Piken. Genau. Heller. Dazu muss man erwähnen, dass der Sigi mit Nachnamen Schwarzhand heißt. Das ist der Sohn des Meisters. Genau. Ah. Genau. Der hier quasi nochmal eine Verkaufsstelle hat. Man kann zwar auch dort hinten selber was in Auftrag geben oder auch kaufen, aber hier ist nochmal so eine kleine Zweigstelle, wo denn auch schon was geordert werden kann. Genau, für Durchreisende, Ansässige. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal gegen den Urkreis hin. Oh. Ja. Gut, dann so. So rum, ja. Aber hier? Ja. Hier haben wir Kriemhildes Kleiderwaren. Das ist natürlich ein Wanderkarren. Weil natürlich die Minenarbeiter, die machen unten auch gerne mal, dass ihre Sachen gehen mal kaputt und alles. Brauchen also auch mal des Öfteren neue Kleider, Arbeitssachen. Und da ist der Wanderkarren eigentlich mindestens zweimal im Monat, kommt er dann durchs Dorf und verkauft dann halt entsprechend neue Kleidungsstücke. Auch an die Damenwelt. Geschäft, ja? Ja, genau. Ja, er hat hier auch quasi eigentlich einen Stammplatz. Also ist eigentlich ein Monopol für sie. Ja, dann gucken wir mal weiter am Hochofen vorbei. Den gucken wir uns gleich noch an. Und da kommen wir dann zu Gabis Backstube. Ich nehme den da vorne. Genau. Das ist aber nicht dieselbe Gabi wie da hinten, oder? Das wird noch gemunkelt im Dorf. Also ich weiß, Spritzgebäck haben sie nicht hier, aber... Ja. Vorrangig Kuchen, Brötchen, Süßwaren. Kann man alles dann hier kaufen. Sieht ganz gut aus. Ja. Lecker, lecker. Mhm. So, hier drüben kommen wir dann eigentlich in den gesunden Bereich. Da haben wir, ich stelle mich mal ein bisschen rüber, Marthas Obst- und Gemüsestand. Wo man natürlich dann aus ihrem eigenen Anbau dann auch Wassermelonen und Kürbisse und Kräuter hier an ihrem Stand dann käuflich erwerben kann. Jo. Das Einzige, was man hier nicht sieht, Obst ist. Oder ist es ein Obst oder ist es Gemüse? Gemüse, oder? Gemüse eigentlich. Ja, wahrscheinlich, weil wir haben es jetzt auch schon relativ spät am Tag. Kann weg, auch sein, oder? Dass das Obst gerade alle ist. Ja. Also ich sag mal, der Obst ist ja immer ein bisschen Mangelware. Ich meine, das ist auch immer saisonbedingt. Und das hast du natürlich jetzt nicht so massig. Das muss ja auch mal am liebsten schön frisch gegessen werden. Und das ist halt nicht so ein Alltagsprodukt. Das ist richtig. So, ja. Der erwähnte Hochofen. Natürlich ein ordentlich großes Gerät. Ja, genau. Ist ja auch ein Hochofen. Richtig, also muss auch hoch sein. Genau. Rechter Witz beiseite. Richtig. Boah, da ist ganz schön heiß hier, da. Genau, da wird halt dann das aus der Mine gewonnene Eisenerz geschmolzen zu Eisen. Wie man hier gerade sieht, hier ist ein frischer Eisenbarren. Fertig gegossen. Ja, im Prinzip haben wir zwei Seiten an dem Hochofen. Auf der linken Seite kann man ein kleines Podest hochkrabbeln und eine Luke öffnen, wo man dann die Möglichkeit hat, Kohle reinzuwerfen. Man hat außen quasi einen Ring, wo dann die Kohle brennt und glüht. Und das Eisenerz, welches in der Mitte hinzugefügt wird, dann halt zum Schmelzen bringt, welches dann auf der anderen nach vorne hin rauslaufen kann. Hier auf der anderen Seite etwas höher gelagert. Kann man dann von oben über einen kleinen Schacht dann mittig das Eisenerz reinwerfen. Mann, kommt da nichts raus, ey. Das Ding boilert ja wie sonst was. Genau. Oh. Ist aber auch ein Mordsfeuer.
Ja, das ist, muss natürlich auch entsprechend heiß sein, weil Eisen schmilzt jetzt nicht schon bei 200 Grad, da brauchst du ein paar hundert Grad mehr. Ah, nur ein paar. Ja, nur ein paar, also es ist eigentlich kaum nennenswert. Ja, und das ist natürlich alles nah gebaut, um auch sich die Wege zu sparen, direkt neben der Schmiede. Ja, und neben der Schmiede haben wir jetzt hier noch das Pfarrhaus. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ihr euch das gerne angucken möchtet. Ja, es ist das Pfarrhaus. Genau. Wir können ja mal gucken, genau. Ja. Oh, nö, er ist nicht da. Also wie man von außen schon sieht, das Haus ist etwas nobler gebaut, weil das Haus an sich wurde natürlich auch von der Kirche errichtet, welche natürlich etwas vermögender sind. Aber wie wir gleich von drinnen sehen werden, ist es doch eher spartanisch ausgerichtet, weil der Pfarrer kriegt natürlich zwar die Unterkunft gestellt, muss aber die Einrichtung quasi selber mitbringen. Aber auch nur ein kleines Strohbett, weil er natürlich kein Einkommen hat als Pfarrer. Eine kleine spartanische Küche, ein paar Bücher, weil ein Pfarrer ist natürlich auch ein bisschen belesen. Ja, zweier Esstisch, falls er mal Besuch bekommt. Oben ist ein Dachboden, da sammelt er seine ganzen Gesangsbücher. Seine ganzen Bücher. Ja, seine Bücher. Ja. Bücher überall. Ja, wahrscheinlich wird in der Nachbarschaft auch mal ein Buchbinder entstehen. Ja, und weil der Pfarrer natürlich auch mit zu den gebildetsten Leuten im Dorf gehört und dass er ein kleines Dorf ist, wir keinen eigenen Medikus, keinen eigenen Arzt haben, kümmert er sich im Hinterzimmer, hat er die Möglichkeit, wenn jetzt sich jemand in der Mine verletzt hat, sich generell nicht wohlfühlt, wo er dann herkommen kann und ein wenig dann halt vom Pfarrer mit Kräutern versorgt werden kann. Ja, aber weiß das die Kirche? Nein. Also das macht er so, ne? Es macht er nebenbei, weil er halt ein herzensguter Mensch ist und den Leuten gerne hilft. Da weiß wohl eine Person mehr, als sie sollte. Nun gut. Ist ja gut für die Leute, die hier wohnen. Genau. Ja, die sind auch sehr dankbar. Und seine Kräuter, seine Heilkräuter bezieht er aus seinem eigenen Garten. Wenn wir jetzt einfach ums Haus rumgehen, dann kommen wir auch gleich zum Garten. Ah, da. Mal durch diesen schönen Torbogen. Wirklich sehr schön, dieser Bogen. Genau. Da sehen wir hier auch schon den hinteren Teil von der Schmiede, wozu ich gleich noch was sagen werde. Ja, und hier haben wir dann seinen schönen Kräutergarten und ein paar Zierpflanzen. Ja. Ab durch die Hecke. Genau. Ja. Oh, Menno. Das ist hier großartig funktioniert. Genau. Ja, hier zu unserer Rechten erstmal würde ich sagen, da ist noch der kleine Ortsfriedhof. Oh, da wollen wir auch nicht alle reintrampeln, nur mal kurz gucken und dann. Deswegen. Ja, wollen wir die Ruhe nicht stören. Genau. So, und jetzt sehen wir eigentlich auch schon das Herzstück, wenn man so will, neben der Schmiede von Calico. Und zwar gehört das zur Schmiede. Und zwar ist das ein großes Wasserrad. Im Hintergrund sehen wir ja den Wasserfall und von da aus haben sie sich extra ein kleines Aquädukt gebaut, um halt die Energie des Wassers zu nutzen und das große Wasserrad anzutreiben. Und wozu genau das große Wasserrad da ist, werden wir uns dann gleich mal von innen ansehen in der Schmiede. Oh, da freue ich mich schon drauf. Ja. Oh, ein schöner Sonnenuntergang. Interessiert keinen, gut. Nee. Ja, hier haben wir den Lagerbereich der Schmiede. So auf der rechten Seite sehen wir. Was ein schöner Lagerbereich. Ja. Kohle. Auch nach oben und in Eisen. Ja, genau. Eisen hier aus eigener Produktion. Die Kohle drüben aus der Köhlerei. Ja, die wird dann immer antransportiert. Wenn die Köhlerei denn auch fertig ist. Ja, sie kann schon in kleinen Mengen produzieren. Einiges an Kohle kriegen sie auch natürlich aus der Mine, weil sie natürlich auch mal auf eine Kohlestelle treffen. Aber das ist natürlich minimal. Ja, vielleicht auch in Eigenregie schon mal etwas produziert, um die anlaufende Produktion in Sosa zu überbrücken. Also die Dauer, bis sie denn anläuft, die Produktion. Richtig. Darf ich erwähnen, dass die Fackel neben dem Kohlehaufen eine vielleicht nicht so gute Idee ist? Ja. Das ist, nicht leicht entzündbare Kohle. Ja, das ist Sicherheitskohle. Ja, die brennt nur mit gewissem Feuer. Nee, die brennt gar nicht. Deswegen benutzen sie eigentlich auch Spezialkohle.
Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal durch den Seiteneingang. Ja, wir verplappern uns so ein bisschen. In den Bereich der eigentlichen Spiele. Genau, da sind wir schon. Was ist da denn für eine Apparatur? Genau, da sehen wir dann nämlich auch schon, was das Wasserrad antreibt. Im Prinzip eine riesen Kurbelwelle, wo dann halt entsprechend dann, ja, die Schmiedehämmer dran sind. So dass das eigentliche Schmieden so halbautomatisiert ist. Die brauchen dann halt ihr heiß gemachtes Eisen, was sie sich aus der Mitte, aus dem Ofen dann rausholen können, nur entsprechend in ihre Position halten und können es dann schmieden. Mann, ey, hier ist ja eine Hitze, das gibt's ja nicht. Ja, es ist sehr warm, es ist auch halt nicht ein Arbeitsplatz für jedermann. Und hier sieht man auch die aktuell hergestellten Güter und Waren über Schwerter, Rüstung, über Gartenwerkzeug, Äxte, Spitzhacken für die Mine. Alles, was man so braucht. Genau. So. Und was ist dahinter noch hinter der Tür? Genau, da hinten ist das Büro des Meisters, also von Herrn Schwarzhand. Also dem Papi von Siggi. Genau. Genau, hier sitzt er halt immer, dann werden natürlich, gibt ja auch dann Aufträge, wenn Spezialanfertigungen sind. Und die ganze Buchhaltung, die Lohnkosten, was halt alles dann auch, die wollen ja auch ihr Geld haben. Ja, hat dann auch eine Aussicht dann nach draußen. Ja, sitzt hier auch in der Nähe von der Rückseite des Kamins, hat es also eigentlich auch immer gemütlich warm. Genau, hier ist ein kleiner Tresen, wo wir jetzt einfach mal durchgehen. Ja, dann gucken wir mal nach draußen nochmal. Ja, ich glaube, das, wenn ich mir jetzt recht entsinne, waren das soweit die Kerngebäude. Und dann können wir uns ja eigentlich jetzt die Mine mal anschauen. Ja, das ist hier hinten das große Gebäude mit dem Türmchen, was genau, wir noch am Anfang großzügig ausgelassen haben. Ja. Aber, ja, warum macht man eine Mine mit dem Turm? Weil Mine, da buddelt man noch nach unten und baut nicht nach oben. Also, genau. Förderturm ist es nicht, oder? Nee, nee. Also der Turm war eigentlich von der ursprünglichen Niederlassung, wo ja das ganze Dorf noch nicht war und die Palisade noch nicht war, einfach auch nur als Möglichkeit, als Aussichtspunkt zum einen, um eigentlich auch zu gucken, wer kommt denn aus der Ferne, weil die Mine an sich ist ja nicht befestigt. Und ja, dass man halt einfach ein bisschen Blick übers Land hatte. Und die hat man dann natürlich auch so erhalten, weil... wäre ja schade, jetzt extra den Turm abzureißen. Genau, er hat ja auch einen Zweck noch. Genau, er hat von der Höhe immer noch. Imposant. Genau. Aber wenn ich hier oben so gucke, das ist ein schöner Ausblick. Genau, es ist so ein Ende hoch, aber man hat eigentlich Blick über das ganze Umland. Genau, man kann die Familie aus dem Freudenhaus sehen, wenn sie morgens ein Käffchen trinken auf der Terrasse. Das ist richtig. Wobei. Bevor wir jetzt in die Mine reingehen, ja, mach mal die Tür auf. Wir müssen nur noch einen kleinen Rundflug machen. Stimmt. Bevor wir in den ewigen Weiten uns verlaufen, müssen wir doch vor allem bei Tageslicht, wenn es möglich ist, mal kurz einen Überblick zeigen, wie das Ganze denn als Gesamtbild aussieht. Dann flieg los. Auf. Du schaffst das schon. Ja, hier vorne führt der Fluss natürlich noch weiter an den Feldern vorbei. Aber das ist eine Sache, wenn ihr das sehen wollt, kommt auf unserem Server vorbei, guckt es euch selber an. Das macht am meisten Spaß. Genau. Ja, selber spielen und bauen, das ist eigentlich die größte Freude. Ist auch einer der Gründe, warum man dich jetzt hier auch immer so oft auf dem Server sieht. Ja, also ich sag mal, das ist mal, das packt einen auch mal sehr schnell das Baufieber. Ich sag mal, man fängt dann an, ja, wie man jetzt hier sieht, man plant es eigentlich sehr klein und eher kaum, dass man sich dann versieht, ist es halt eigentlich schon ein Dorf für sich geworden, halt. Eine Bergbausiedlung, ja. Ja, eine richtige Gemeinschaft, ein Dörfchen. Genau. Vor allen Dingen, wenn man denn noch tatkräftig unterstützt wird. Richtig, muss ich auch ja, für mich persönlich sprechen, wenn denn andere noch dabei sind, dann achtet man schon gar nicht mehr auf die Zeit. Dann wird einfach losgelegt und dann entstehen großartige Sachen. Genau. Die Motivation ist vor allem so enorm, wenn andere Leute dabei sind. Richtig. Ja, es ist halt was einfach, aber man kann miteinander kommunizieren, man baut es nicht nur für sich alleine.
Und da muss ich auch euch beiden großen Dank aussprechen, weil ihr auch sehr viel geholfen habt hier. Auch vor allen Dingen auch beim Feintuning und beim Bauen. Weil das kann man gar nicht alles alleine stemmen. Also auch nicht in der Kürze der Zeit. Nein, einer allein kann auch nicht immer alle Möglichkeiten überblicken. Es sind so oft Sachen, richtig, wo dann der eine sagt, ey komm, mach doch das mal so. Oh, ja, da hast du recht. Genau, andere Ideen und andere Perspektiven alleine schon. Ja. Genau. Das ist ja, und noch eine kleine Anmerkung zur eigenen Sache. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jetzt die Videos schaut, auch mitbestimmen. Und zwar, was wir als nächstes aufnehmen, was wir als nächstes vielleicht bauen. Das könnt ihr natürlich alles anmerken und uns quasi einen kleinen Tipp geben, was wir denn vergessen haben vielleicht zu bauen. Letztens wurde angemerkt bei der Jagdhütte, ja, wo zieht er denn da die Felle ab? Das ist richtig, haben wir noch nicht erwähnt, aber da hatten wir schon was in Planung. Und zwar ein kleines Nebengebäude, was wir noch in den nächsten Wochen irgendwann anbauen werden, wo dann auch gebührend die Felle abgezogen werden können. Und so eine Sachen. Ihr seid natürlich auch sehr gerne auf dem Server willkommen. Ihr könnt uns besuchen, ihr könnt selber mitbauen, falls ihr das möchtet. Da hoffen wir in den nächsten Wochen und Monaten noch einige Neuzugänge zu haben. Jo. Ja, wir würden uns alle freuen, ja. Sehr dolle. Sehr, sehr dolle, ja. Ganz, ganz fest dolle. Genau. Ja, dann machen auch die Großprojekte noch mehr Spaß, wenn man da wirklich mit einer großen Menge Leute arbeiten kann. Vor allen Dingen können wir noch mehr Großprojekte starten. Noch richtig. Noch größere Großprojekte. Noch viel, viel größere. Oh. Aha. Nun, auf aber... zur Lore. Ja, dann machen wir... Da fahren wir mal runter. Oh, wo ist die Tür? Da? Ja, ja, der Schlitz ist nicht der größte. Oh, das wird Heike jetzt. Ich gehe mal in die erste, ich hoffe mal, ich stehe noch. Genau. So, die Mine sind zwar nicht die neuesten, Moment, aber Moment, noch nicht los. Bevor wir hier losrauschen, da hört man noch gar nichts mehr. Ich würde sagen, mit dieser kleinen Fahrt schließen wir das Video ab, oder habt ihr noch Einwände oder andere Gebäude, von denen ich nichts weiß? Die Minentour ist jetzt quasi das letzte. Das i-Tüpfelchen in unserer kleinen Kaliko-Rundreise, würde ich sagen. Ja, dann hoffen wir, dass euch das gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Und Feuer frei. Genau. Hep. Boah, ist ganz schön schnell, doch. Ja, ja, man muss ja auch irgendwann mal in den Tunnel reinkommen. Boah, es wird aber immer so dunkel hier. Na ja, mal gucken, ob die Brau, die Bremsen gehen ja gar nicht. Oh nein. Oh oh. Oh.